Diktate aus dem deutschen Schrifttum. August Wilhelm Grube. Der Ölbaum. Wie bei uns Kirschen und Pflaumenbäume sich freundlich zu den Wohnungen gesellen, so ist in den wärmeren Ländern des Mittelmeergebietes der Ölbaum ein lieber Genosse auch der ärmsten Hütte. An den felsigen Abhängen aber und in den geschützten Niederungen bildet er ganze Wälder, die von der breitblättrigen Feige freundlich umsäumt werden. Freilich kann sich das Laub des Ölbaums nicht mit dem des Feigenbaums messen, denn die schmalen, weidenartigen Blätter sind mehr grau als grün. Die dünnen, schwankenden Zweige sind auch nicht sehr schön und fahren unregelmäßig nach allen Seiten in die Luft. Die Stämme sind meist krumm, knorrig und zerspalten, als wären sie vom Blitz getroffen worden. Aber dafür wohnt in dem segensreichen Baume eine unverwüstliche Kraft. Das Feuer kann ihn verzehren bis zur Wurzel, und doch treibt diese wieder ihre frischen Sprossen, und bald ist ein neuer Baum erwachsen.